Was geht ab, Vlog? Eine neue Woche beginnt. Wir gehen jetzt zum Sport, wie ihr schön seht hinter uns. Und dann feiern wir heute Abend meinen Geburtstag rein. Und zwar im Kino. Ich will unbedingt einen Horrorfilm gucken, um mein neues Lebensjahr mit einer guten Intention zu starten. Naja, auf jeden Fall mit etwas, worauf ich Bock habe. Und der Horrorfilm heißt auch noch Tarot. Also besser geht es ja nicht. Und es geht um verfluchte Tarotkarten. Dann feiern wir meinen Geburtstag heute Abend rein mit ein bisschen Champagne und morgen fahren wir dann schon nach Heidelberg, gucken uns Heidelberg an, da könnt ihr gerne auch mit dabei sein, denn meine Cousine heiratet einen Tag nach meinem Geburtstag und zwar in Mannheim-Ladenburg und ich weiß noch nicht, was ich anziehen will, aber das ist jetzt auch erstmal egal, auf die Hochzeit nehme ich euch auch mit und jetzt geht's aber erstmal zum Sport. So Friends, ab geht's jetzt ins Cinema und da sind schon meine Presents. Presents! I want my presents. Wir waren einfach seit vor Corona nicht im Kino, mega krass. Doch wir waren einmal nach Corona im Kinotag am Tor geguckt, das war aber doof. Das war mir locker seit 2 Jahren nicht mehr, mega krass. Das ist jetzt der erste Film. Ich liebe eigentlich Kino und liebe Filme. Aber es hätte auch ganz schön teuer geworden, ne? Wir haben jetzt für Essen 23 Euro bezahlt und für das Ticket jeweils 13,50 Euro. What? Aber wir haben einen Partnersitz. So, wie fanden wir den Film? Wir fanden ihn super. Tatsächlich war der wirklich gut. Wir dachten eigentlich, das wird so ein Trash-Horror-Film, aber es war wirklich mit schöner Geschichte und auch wirklich sehr gut gemacht. Mit schöner Geschichte. Eine schöne, naja, die haben schon Wert aufs Detail gelegt. Ich habe mir sogar für mein neues Lebensjahr ein neues Sub ausgesucht. Das ist zwar noch eine Stunde und ich esse es jetzt trotzdem, aber ich probiere jetzt ein Sub-Melt. Und ich esse immer, immer, immer das gleiche Sub. Seit 10 Jahren. Ist so. Ich schwöre. Nein, gar nicht. Ich habe dieses Vegetariake ausprobiert, als es neu war. Und seitdem esse ich aber immer das. Aber jetzt gibt es was anderes. Ein Sub-Melt mit Tomate Mozzarella. Also ich habe keine extra Zutaten gewählt und ich finde, es sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber ich werde es jetzt probieren. Es ist auch nicht durchgeschnitten. Das muss ich jetzt noch machen. Taste Test. Machst du jetzt ein Essvideo? Ja. Das ist immer sehr erotisches Essen. Mm-mm. Doch. Mm. Schmeckt lecker. Also das ganze Ding hat 9,99 € gekostet und ich habe das einfach so belegt, wie es da stand. Da ist gar keine Rucola drauf. Warum nicht? Stand das denn? Ja, ich glaube schon, dass das da stand. Und man konnte auch noch andere Sachen wählen, aber das hat alles natürlich wieder extra gekostet. Ich wollte jetzt nicht 15 Euro für so ein labes Farbes ausgeben. Ja, aber schmeckt an sich ganz gut. Aber Rucola wäre besser gewesen. Hm. Macht mit Rucola, wenn ihr das bestellt. Oh my goodness! I have Geburtstag! Champagne! And we made champagne small. Champagne-Shower. Klein, weil wir müssen ja morgen Auto fahren. Ja. Natürlich legen wir jetzt genauso das Tarot, wie wir das im Film gemacht haben, auch wenn fast alle gestorben sind. Oh my goodness! It's my birthday! Und wir machen jetzt einen Roadtrip. Wir fahren nach Heidelberg. How excited are you? Very excited. Okay, very excited. Los geht's. Wir sind angekommen in Heidelberg und unser Hotel ist mitten in der Fußgängerzone und einfach über einem Irish Pub. Das heißt auch noch Dubliner. Es gibt heute Abend Karaoke-Nacht, steht da zumindest. Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt schlafen werden. Ob wir da zur Not hingehen und mitsingen. Und leider regnet es, aber wir gehen gleich trotzdem mal durch die Stadt. Ich zeige euch aber erst unser Zimmer, wenn wir endlich den Schlüssel bekommen. Also das ist hier in so einem krassen Altbau. Da kommt man hier rein. Hat tatsächlich so ein Mini-Wohnzimmer. Ein recht geräumiges Zimmer, muss man echt sagen. Und tatsächlich richtig schön so einen kleinen Balkon einfach. Hier runter. Voll nice. Richtig cool. Wenn jetzt das Wetter schön wäre und das Badezimmer habe ich selber noch nicht gesehen. Reaction-Video. Okay, naja, das ist nicht so toll, aber dafür ist die Aussicht echt krass.
So, wir haben unseren Kram jetzt abgestellt. Ich habe mich fertig gemacht für heute Abend. Einfach nur schwarz und rote Cowboystiefel, weil ich auf was anderes keine Lust habe und wir jetzt hier erstmal rumlaufen. Und dann gucken wir uns jetzt mal das Heidelberger Schloss an. Ich weiß überhaupt nicht, wie weit man dahin laufen muss. Aber man sieht es schon da hinten. Ich zeige es. Da ist es. Seht ihr das? Da laufen wir jetzt mal hin. Kriegen wir bestimmt keinen Hitzschlag bei diesem Wetter. Stimmt. Leute, da ist mein Schild. Seht ihr, was da steht? Weinschorle. Nach 300 Stufen habe ich mir das ja wohl verdient. Leute, hier gibt es die wichtigsten Sachen am Kiosk. Friends, sowas lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Der Jonas kann sogar ein neues Probier probieren. Ein Probier probieren. Ein Bier probieren. Das Tannenzapfel. Und Taste-Testing. Taste-Testing. Schau dich mal die gönnerhafte Weinschorle an, das ist ja wohl beste. Und? It's good. Schmeckt like a Tannenzapfen. Yeah, really? Nö. Oh. Okay, also Aussicht ist wirklich schön und wir sind noch nicht mal richtig angekommen. Das ist aber auch eine coole Dachterrasse da. So, und einmal wunderschöne Aussicht. Wenn das Wetter besser ist, könnt ihr euch vorstellen, dass es natürlich noch wirklich wunderschön ist. Aber da das ja die Sonne ist und nicht der Mond, ist nun mal heute ein bisschen grau. Aber we love it trotzdem. So, wir sind jetzt hier auf dieser berühmt-berüchtigten Brücke. Keine Ahnung, wie sie heißt. Ich weiß es nicht. Da ist das Schloss, wo wir eben waren. Wir sind wieder runtergelaufen. Wir haben uns noch eine Weinschorle geholt. Und es ist auf jeden Fall so nice hier. Die Altstadt ist so schön und so groß. Es gibt so viele wunderschöne alte Häuser. Überall diese kleinen Cobblestones, die einen töten wollen. Aber auch überall Weinschorle für 3,50 Euro. I love it! Yeah. Jonas hat sein zweites Tannenzapfel auch schon leer. Aber auch für 3,50 Euro, was echt ein schlechter Deal war. Das war echt also ein schlechter Deal. Das Bier war echt lecker, aber die Weinschorle hat man mehr von. Ja, vor allem für den gleichen Preis. Das Bier hat genauso viel gekostet. Naja, wir werden gleich Cocktails trinken und dann kommen wir auf denselben Nenner. Aber Leute, es ist schon echt schön hier. So Freunde, wir sind zurück in unserem Zimmer, aber wir wollen jetzt noch das Pub auschecken, was direkt unten ist, unter uns, und mal sehen, wie das ist. Wir kriegen 10% Rabatt, wenn wir unseren Zimmerschlüssel vorzeigen. Mega cool. Und danach gehen wir mit meiner Cousine essen. Und zwar Tex-Mex. Ich habe schon richtig Bock, ich habe schon richtig Hunger, Cocktails trinken. Aber wir können ja nicht über einem Irish Pub wohnen, ohne in das Irish Pub zu gehen. Oder? Was sagst du dazu? Irish Pub. Ja. Weil man über einem Pub wohnt. So Leute, wir sind absolut verkatert, hatte richtiges Meltdown gestern um 11 Uhr. Wir haben leider Schnäpse getrunken, Schnäpse waren zu viel für mich, offensichtlich, dass ich dann um 11 Uhr leider sehr dringend ins Hotel musste. Der Jonas war auch gut voll, aber nicht so voll wie ich. Upsi, und die Hochzeit ist erst heute, aber hey, es war ja auch mein Geburtstag, ne? Das war das Vortrinken. Ja, und hier darf man auch in Lokalen noch rauchen. Und ich glaube, dass mir das einfach den Rest gegeben hat. Ich habe eine Nikotinüberdosis bekommen. Ich rauche ja nicht. Und ich glaube, das war einfach für mich ciao. Keine Ahnung, was da los war. Auf jeden Fall mal wieder übertrieben. Heute gibt es definitiv keinen Schnaps. Kein Schnaps. Wein ja, Sekt auch. Cocktails auch, aber kein Schnaps. Vielleicht. Also es ist jetzt 12 Uhr. Wir überlegen uns das jetzt nochmal. Ich zeige euch einmal kurz unser Hotelroom. So sieht es aus. Wir haben 110 Euro dafür bezahlt für eine Nacht. Dafür, dass es hier im Arsch der Welt ist, in Ladenburg. Hier sind, glaube ich, immer Leute, die heiraten. Das Hotelzimmer ist echt ganz schön. Ich finde 110 Euro irgendwie ganz schön teuer. Aber da macht man nichts. Gestern, das war teurer, hat 123 gekostet. Aber es 134. War 134. Aber dafür war es auch über einem Pub. Wo kriegt man sowas? Und mitten in... Und 10% beim Pub gespart und mitten in der Innenstadt, was ja auch echt ziemlich nice ist, ne? Ja, wir machen uns jetzt fertig und um 14 Uhr geht's dann los in der Kirche. Ich hoffe, ich verbrenne dort nicht. Und danach wird weiter gesoffen, würde ich mal sagen. So, was geht ab? Wir sind ready. Ich habe ernsthaft das Kleid an, was ich selber gemacht habe, aber die Jacke drüber, um zu kaschieren, wie schrecklich es ist. Aber es regnet eh, deswegen Jacke ist auf jeden Fall angesagt und wir fahren jetzt los. Da fühlt es sich ganz...
So, wir sind einfach komplett nass geworden. Wo sind wir? Haare können wir neu machen. Wir sind jetzt im Hotel und warten jetzt, dass wir abgeholt werden. Ist gut, kann ich mir meine Haare nochmal neu machen. Saufen! Saufen! Was meinst du, wenn die ganze Masse jetzt hier ankommt? Zum Wohl. Alter Balsamico, was ist das für eine Sau? Hochzeitstort erfolgreich vernichtet. So, Vlog, wir sind wieder zu Hause, die Woche ist vorbei. Wir sind auf dem Rückweg von der Hochzeit, wo wir alle erstmal noch zusammen gefrühstückt haben, was echt richtig cool war. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte gar nicht, dass wir alle noch miteinander frühstücken, haben wir aber gemacht. Das war richtig nice. Und dann sind wir noch bei meiner Freundin Josephine vorbei, die ich noch gar nicht besucht habe, seitdem sie in ihr neues Haus gezogen ist. Haben wir uns das angeguckt und sind zurückgekommen und haben erstmal ein dickes Nickerchen gemacht, weil wir einfach nur absolut fertig sind. Jetzt haben wir schön Essen bestellt, denn das hat Pizza, ich habe indisches Essen und leihen uns einen Film aus und schließen so das Wochenende ab. Und gehen hoffentlich ein bisschen entspannt in die nächste Woche. Und nächste Woche ist auch schon Rock am Ring. Oh oh.